Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu IDS Daily TV. Zum Wochenstart ist der DAX wieder unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht. Zwischenzeitlich näherte er sich sogar der 11.900er Marke an. Von dieser konnte er sich aber zum Handelsende hin wieder entfernen. Der Deutsche Leitindex, der schloss mit einem Minus von 0,6% bei 11.996 Punkten. Wie es jetzt heute weitergehen könnte, das fragen wir unsere Korrespondentin in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Johanna Klar. Ja, wir haben es ja gestern schon gesehen, Johanna. Der DAX hat eigentlich überhaupt nicht auf den überraschend guten IFO reagiert. Es sieht ganz danach aus, als wäre der Markt weiterhin fest im Griff der Politik. Wie könnte es denn heute weitergehen? Wo könnten denn heute die Impulse herkommen? Naja, die Vorgaben sind etwas gemischt. Wenn wir zunächst mal in die USA schauen, dann sehen wir natürlich, genau daher kommen die politischen Einflüsse. Denn auch an der Wall Street ging es gestern schwach weiter. Man hat direkt an den schwächsten Wochenverlauf angeknüpft seit der Trump-Wahl. Und auch hier sind es noch die Nachwehen nach der Obamacare-Schlappe, die Anleger eben sich zurückhalten lassen. Man hat natürlich auch Angst vor einer Spaltung bei den Republikanern und natürlich dann auch den Auswirkungen auf weitere Wahlversprechen, ob diese eben eingehalten werden können, gerade im Hinblick auf die Konjunkturpakete, auf die Steuersenkung. Der Dow Jones ging dann zum Handelsende mit einem Minus von 0,2% aus dem Handel, 20.551 Punkte. Und in Asien sieht es etwas freundlicher aus aktuell. Wir haben den Nikkei mit 1% im positiven Bereich und in China den Hang Seng mit 0,5% im Plus. Und beim Shanghai Composite, da sind die Anleger etwas zurückhaltender. Hier haben wir ein kleines Minus von 0,3%. Und du hast es gerade schon angesprochen, es war ein holpriger Start in die neue Woche gewesen gestern beim DAX. Und da hat natürlich zum einen auch die Obamacare-Schlappe mit zu tun, aber eben auch der starke Euro. Der ist gestern ja wieder auf ein Jahreshoch gestiegen, über die Marke von einem Dollar 09. Und das drückt natürlich auch auf die exportstarken DAX-Werte. Aber wir sind zwar unter der Marke von 12.000 Punkten aus dem Handel gestern gegangen, mit einem Minus von 0,6%. Dafür ergeben jetzt die ersten Berechnungen für den heutigen Handelsdienstag ein Plus. Und zwar über der Marke von 12.000 Punkten erwartet man den deutschen Leitindex heute ein Plus von 0,5%. Erste Berechnungen ergeben hier einen Zählerstand von 12.056 Zählern. Na, immerhin. Ganz herzlichen Dank, Johanna, für den Überblick. Ja, dann schauen wir uns unsere Marktidee an, liebe Zuschauer. Die ist heute die Aktie von Ströer. Die Aktie, die hat sich von ihrem 2012er-Tief bei 6,26 Euro bis auf über 64 Euro hochgeschraubt. Seit November, da befindet sich die Aktie allerdings im Korrekturmodus. Der scheint nun allerdings beendet werden zu können. Gestern ist die Aktie zumindest dynamisch über die obere Begrenzungslinie vom Konsolidierungshoch geklettert. Was das bedeutet, wie es weitergehen könnte, eine ausführliche Chartanalyse dazu finden Sie unter www.ids-daily.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Handelstag, liebe Zuschauer, und sage bis morgen hier bei IDS Daily TV.